Früher dachte ich, ein Auflieger ist ein einfaches Produkt. Mittlerweile weiß ich, dass da viel mehr hinterhängt. Das ist Peter Meinfeld. Er ist Entwickler bei Schmitz-Kargebull. In welchem Bereich arbeitest du? Im Bereich Fahrwerk. Und was entwickelt ihr? Unter anderem die Schmitz-Kargebull-Achse und die Luftfederung, die dazugehört, und alle Abbauteile wie Räderreifen. Was ist das Spannendste bei dir in deinem Bereich? Das Spannendste für mich in meinem Bereich ist, dass ich eine komplette Idee neu ausarbeiten darf, die vom ersten Pinselstrich auf ein Blatt Papier rein in ein womögliches Modell, womöglich dann weiter in einen Prototypen das testen darf und ganz am Ende des Horizontes das in einem leeren Fahrzeug von Schmitz-Kargebull sehen kann. Das ist für mich geil. Woran arbeitest du aktuell? Aktuell bringen wir die neue Schmitz-Kargebull Luftfederung namens MRH4 in Serie. Luftfederanbindung ist die Schnittstelle zwischen Achsrohr und meinem Fahrzeug. Wir gehen mal unter das Fahrzeug, zeige ich das mal. Ja, die Hauptaufgabe von der Luftfederanbindung ist natürlich, das Rohr und das Fahrzeug zu bringen. Und das funktioniert in dem Fall jetzt so, dass wir hier, ich sag mal, kraft- und formschlüssig das Rohr festhalten und so die ganzen Kräfte, die auf das Fahrwerk hier einwirken, ins Chassis einleiten können. Hast du viel mit der Fertigung zu tun als Entwickler? Ja, klar. Bei uns ist es so, die Fertigung ist schon frühzeitig in den Entwicklungsprojekten mit dabei und ich tausche mich regelmäßig mit denen aus und selbst bei den Probenmontagen für unsere neuen Systeme, die wir entwickelt haben, bin ich meistens sogar persönlich und vor Ort und mache das mit den Kollegen zusammen. Was beschäftigt euch in Zukunft in der Entwicklung? In der Fahrwerksentwicklung merkt man auch, dass das Thema E-Mobilität immer größere Bedeutung gewinnt und deswegen sind wir mit unserem Team gerade dabei, die Schmitz-Kargebull E-Achse zu entwickeln. Warum ist es interessant, als Entwicklungsingenieur bei Schmitz-Kargebull zu arbeiten? Da finde ich es bei Schmitz, und das zeichnet es aus Ingenieurssicht aus, also wenn ich jetzt irgendwo hier so eine richtig coole Idee habe, ich will das und das machen, das sauber ausarbeite, dann kann man hier die entsprechenden Leute schnell davon überzeugen, dass man daran arbeiten darf, nenne ich das jetzt mal extra. Wie beschreibst du den Spirit bei euch in eurem Bereich? Bei uns im Bereich Fokus, klar, Trailer voranzubringen, aber dazu gehört auch das Drumherum und es fängt an, dass wir gelegentlich in der Mittagspause Tischtennis spielen, geht weiter, dass wir in unserer Freizeit gemeinsam Sport machen oder Brennholz gemeinsam produzieren, einfach mal Lust drauf haben und uns darüber auspowern. Und natürlich, das gehört beim Maschinenbauen dazu, dass man über viel Technik redet dann. Ne? Tischtennis, können wir gleich auch nochmal spielen? Ja, sicher. Kriegst du eine Packung. Nimm das! Oh, nein! Ah!